Willkommen hier zu einem Infovideo auf Laudio LP. Ich möchte ein kleines Video machen zur aktuellen Situation. Das hatte ich ja schon angekündigt. Möchte euch erzählen, warum aktuell so unregelmäßig die Videos kommen und warum das aktuell einfach ziemlich schwierig ist und warum ich das nicht hinkriege. Das liegt mir ziemlich am Herzen, dass ich euch das sage. Es ist ziemlich privat, aber ich habe mir das lang überlegt, ob ich das so sage. Und ich habe gedacht, warum sollte ich euch nicht die Wahrheit sagen? Und warum sollte ich da irgendwie mir was ausdenken? Es ist ja jetzt auch nicht so komplett dramatisch. Also man muss es nicht überdramatisieren. Für mich persönlich ist es zwar schon schlimm, aber es ist jetzt... Es hat jetzt nichts mit irgendeiner schweren Krankheit oder der Ähnlichen zu tun oder mit irgendeinem familiären Notfall oder dergleichen, was ja auch schon vorkommen kann, aber das ist es jetzt in meinem Fall nicht. Es ist was ziemlich Persönliches und ich werde nicht komplett ins Detail gehen, aber ich möchte euch einfach erzählen, was los ist und wie das hier weitergehen wird. Also ich fange mal damit an, dass ich ja vor ein paar Monaten schon, vor ungefähr 9 Monaten habe ich des Öfteren in ein paar Videos erwähnt, das habe ich jetzt nicht an die große Glocke gehangen, aber das habe ich halt schon erwähnt, dass ich bei einem Bildungswerk bin. Das ist, das nennt sich Bildungswerk, das ist jetzt nicht irgendwas, wo man hinkommt, wenn man irgendwie nicht gebildet ist oder dergleichen, sondern das ist einfach dafür da, um zum Beispiel eine Ausbildung zu finden. Oder halt, man kann da auch den Schulabschluss nachholen, kann man auch, aber war jetzt in meinem Fall nicht so. Ich war halt da, um eine Ausbildung zu finden. Und ich war ja am Berufskolleg und wollte ein Fachabiturabschluss machen und habe aber nach einem Monat dann schon gemerkt, dass das nichts für mich ist und bin dann relativ schnell nach einem Monat oder nach 2 Monaten zum Bildungswerk gewechselt. Und bin da jetzt seit ungefähr 9 Monaten, hatte ja letztes Jahr im August meinen Schulabschluss gemacht, meinen Realschulabschluss. Und das ist ja ganz okay, es ist jetzt kein Abitur, aber trotzdem kann man damit ja durchaus was machen. Es ist ja jetzt nicht Hauptschulabschluss oder gar kein Abschluss, was es ja durchaus auch gibt. Und dann habe ich halt bei diesem Bildungswerk eine Ausbildung gesucht, jetzt die letzten Monate. Und im Endeffekt muss ich sagen, wir haben jetzt Mitte Juni und ich habe zu diesem Zeitpunkt jetzt noch keine Ausbildung. Und das ist für mich persönlich ziemlich belastend. Und ich sag auch ganz ehrlich, ich bin aktuell psychisch komplett am Ende. Und es belastet mich einfach ungemein, weil es ist einfach so eine Sache, man weiß einfach nicht, was man machen soll. Ich bin hin und wieder mal ziemlich faul, das gebe ich zu. Ich habe aber trotzdem mir schon Mühe gegeben bei der Ausbildungssuche, habe viele Bewerbungen geschrieben, habe viele Tests gehabt, viele Gespräche gehabt. Und das ist halt so eine Sache, wo man dann am Ende auch an sich selber zweifelt und wo man so denkt, was macht man falsch? Und diese Fragen habe ich mir in den letzten Monaten oft gestellt und ich bin jetzt wirklich an so einem Punkt, wo ich wirklich am Ende bin, weil man muss bedenken, am 1. August starten eigentlich die meisten Ausbildungen. Es gibt natürlich auch welche, die im Oktober oder September starten, aber die meisten starten am 1. August und bis dahin sind es ungefähr noch 1,5 Monate und bis dahin muss ich eigentlich was gefunden haben, weil das Problem auch ist, ich weiß nicht, was ich danach machen werde. Ich kann aktuell noch nicht sagen, was ich ab dem 1. August machen werde. Meine Zeit beim Bildungswerk wird noch bis zum Mitte August gehen, wenn ich bis dahin nicht in der Ausbildung bin, und werde dann aber ab Mitte August, genauer gesagt ab dem 13. August, also jetzt genau in 2 Monaten, da stehen, wenn ich keine Ausbildung habe und werde nichts haben. Ich werde eigentlich, ich weiß nicht, was ich mache. Ich bin ja noch relativ jung, das ist der Vorteil. Es gibt viele, die sind wesentlich älter und haben gar nichts. Das ist natürlich so eine Sache. Ich bin froh mit meiner Lebenssituation an sich, keine Frage. Wir leben nicht in Armut oder so. Uns geht's super an sich. Wenn man das so sieht, geht's uns super. Aber
trotzdem, die psychische Ebene, zumindest bei mir, ist schon ziemlich, ich sag jetzt mal, instabil, weil das belastet einen ungemein, wenn man selber in der Situation war oder auch selber ist. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Dann kann man das vielleicht nachvollziehen, weil das ist wirklich ziemlich unschön, weil man weiß einfach nicht, was man machen soll. Deswegen, ja, ich bin jetzt intensiv am Suchen, hab viele Gespräche gehabt, viele Tests und das ist halt dieser Punkt, warum ich auch aktuell nicht so viele Videos machen kann. Einerseits, weil ich viel zu tun habe mit Bewerbungen, Gesprächen und dergleichen. Andererseits aber auch, weil ich einfach am Ende bin. Ich habe auch zum Teil einfach keine Lust, Videos aufzunehmen. Und dann denke ich mir auch so, warum sollte ich es dann machen? Wenn ich keine Lust dazu habe, dann macht es keinen Sinn, das aufzunehmen, weil man das auch in dem Video merkt, wenn ich da keine Lust drauf habe. Und deswegen habe ich gedacht, okay, werden wir jetzt einfach mal schauen, wie wir das machen und lassen das einfach mal so vor uns hinlaufen und bringen dann eher unregelmäßig die Videos, anstatt einfach irgendwas gezwungenermaßen da aufzunehmen. Und ja, deswegen kommen aktuell ziemlich unregelmäßig die Videos und das finde ich selber nicht schön, auf keinen Fall. Ich bin ja selber einer, ich bin da ziemlich ehrgeizig, was das angeht. Und möchte regelmäßig die Videos bringen. Man muss halt bedenken, YouTube ist wirklich für mich so ein Lebensbestandteil schon geworden. Man muss einfach bedenken, ich mache das jetzt seit ungefähr 5 Jahren oder 4 Jahren. Also vor 4 Jahren habe ich mein erstes Video hochgeladen, habe mich davor auch schon dafür interessiert und fand das ganz interessant und habe dann halt 2011 damit angefangen. Und seitdem bin ich davon begeistert und habe da einfach eine Leidenschaft dran gefunden. Und das ist wirklich für mich ein großes Hobby, was ja auch viel Zeit benötigt. Also es ist ja nicht so, als würde man irgendwie auf die Schnelle da irgendwas hinkriegen. Man muss da schon viel Zeit rein investieren ins Aufnehmen an sich, dann aber auch ins Schneiden, Rendern, Hochladen. Das sind alles so Sachen, das kostet alles wahnsinnig Zeit. Macht mir aber trotzdem wahnsinnig Spaß, seit Jahren schon. Früher auf meinem alten Kanal, dann jetzt natürlich auf PlayTV und auch hier auf Audio. Das ist einfach sowas, wo ich auch abschalten kann von anderen Problemen, wie zum Beispiel der aktuellen Situation. Aber trotzdem, manchmal reicht selbst das nicht. Und manchmal muss ich komplett abschalten und bin dann auch einfach nur gerne für mich alleine. Ich spreche dann auch mit keinem und was heißt, ich spreche mit keinem, aber es gibt Situationen, wenn ich abends nach Hause komme, dann will ich einfach komplett abschalten, will einfach nur irgendwas für mich zocken oder einfach nur Fernseh gucken oder sonst irgendwas machen, also einfach komplett mal Ruhe haben, weil ich, weil mich das einfach stark belastet und ich da auch nicht so gerne drüber spreche, sage ich mal. Es ist für mich jetzt schon so eine Sache, ich habe, wie gesagt, auch lange überlegt, ob ich dieses Video so mache, weil es für mich halt schon ein ziemlich wichtiger Teil ist. Aber wie gesagt, warum sollte ich jetzt die Wahrheit verbergen? Und damit ihr auch wisst, warum das so ist und warum aktuell halt keine Videos kommen, das ist halt schon ganz wichtig zu wissen für euch. Und ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich trotzdem weiterhin die Videos versuche zu bringen. Ich kann es, wie gesagt, nicht versprechen. Ich werde gucken, dass ich das hinkriege. Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das klappt. Und deswegen, ihr wisst jetzt, warum das so ist. Es ist für mich eine wahnsinnig schwere Zeit aktuell. Und ich hoffe, dass sich das langsam bessert und dass ich irgendwas finde, was ich jetzt in 2 Monaten machen kann. Und wie es sonst wird, wenn ich bis dahin nichts gefunden habe, das kann ich jetzt nicht sagen. Was ich dann mache, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist für mich einfach psychisch komplett Terror, weil ich einfach auch down bin, sage ich ganz ehrlich. Mich würde es auch nicht wundern, wenn ich nicht schon irgendeine psychische Erkrankung habe. Muss ich so ganz ehrlich sagen, hört sich hart an, aber es ist Fakt, ist ganz einfach Fakt. Ich merke das selber, wie ich auch in den letzten Monaten immer mehr abgebaut habe. Und es ist eine wahnsinnig schwere Zeit.
Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen und könnt mir da virtuellen Beistand sozusagen leisten und verfolgt den Kanal trotzdem weiter. Es werden nach wie vor Videos kommen, auch wenn unregelmäßig. Auf PlayTV geht es natürlich auch weiter. Da überlege ich sogar aktuell, nach ein neues Projekt auch zu starten, was jetzt kommt, wenn keine Bundesliga ist, was nicht so oft kommt, aber trotzdem einfach mal so ein bisschen zwischendurch. Und hier auf LoadLP könnt ihr mir nach wie vor natürlich Vorschläge schicken für Games, die ihr gerne sehen wollt. Dann kann ich mir das mal angucken. Und ansonsten werde ich auch mal überlegen, was ich noch so machen kann, weil natürlich auch ja, man auch mal irgendwas Neues dann nochmal reinbringen muss. Und ja, die Kanalseite, das Design, den Avatar, also das Kanallogo, das werde ich auch noch ändern. Das hatte ich ja schon mal angekündigt vor ein paar Wochen. Das werde ich noch ändern. Dann werde ich die Website von PlayTV und von LoadioLP auch nochmal überarbeiten und aktualisieren. Ja, das aktuelle Programm gibt es trotzdem nach wie vor auf LoadioLP auf der Website. Könnt ihr hier auf dem Kanalbanner bei mir, könnt ihr da auf aktuelles Programm klicken. Und dann seht ihr das aktuelle Programm für die laufende Woche. Steht dann immer da von wann bis wann. Und dann werde ich es auch immer so bald aktualisieren, sobald ich das weiß. Da könnt ihr immer nachschauen. Und dann wisst ihr, wann welches Video kommt. So, jetzt habe ich fast 12 Minuten geredet. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Und wir sehen uns dann bei einem weiteren Video bei LoadioLP. Also hier auf dem Kanal oder natürlich bei PlayTV. Und ich danke euch bis hierhin. Es ist für mich trotzdem eine Wahnsinnssache, hier YouTube zu machen. Und ich bin einfach froh, dass ich das machen kann. Und diese schwere Zeit werde ich auch durchstehen. Also danke und man sieht sich. Bis dann. Ciao.